Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreiches, wo wir offenbar gerade einen kleinen Posten angreifen, hier einen kleinen Außenposten. Der wird mit unseren Schwertkämpfern hier, glaube ich, recht leicht zu erobern sein. Die werden einfach mal schnell ein bisschen was draufschmeißen und dann sollten wir nur hochgehen. Auf euren Befehl. Und eigentlich sollte einer den einnehmen können, aber anscheinend hat es doch noch nicht gereicht. Na gut, dann müssen wir halt noch warten. Verstanden. Wo ist denn der komische Eisbär? Da ist der Eisbär. Den machen wir mal kurz, kurz und klein. Zung, 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 zung. Boah, wie der Instant schon mal gleich einen tötet, der Eisbär. Der ist schon heftig. So ein Eisbär macht schon Schaden. Es gibt kein Zurück. So, dann machen wir ein paar Wölfe platt. Und wie sieht's aus mit Elias? Der ist wieder fit. Schon unterwegs. Der kann sich trotzdem nicht bewegen? Warum nicht? Der kann sich immer noch nicht bewegen. Ach, wollte mich verarschen. Was ist denn? Wieso kann der Elias nicht mehr rumlaufen? Nee, ey. Nee, sowas geht gar nicht. Das geht ja wohl gar nicht. So. Verstanden. So, mach die Wölfe platt hier. Zong, zong, zong. Alle drauf da. Gut, das heißt, wir müssen irgendwie hoffen, dass wir diese Mission irgendwie ohne Elias zu einem Ende bringen. So, ja, vernichte die Außenposten ins Monster, ja. Tja, ansonsten schaffen wir leider nicht mehr viel. Was müssen wir jetzt bauen? 3 von diesen. Okay. 1 hier. Exzellent. 1 hier. Krimsensabbatstruppen aus Svenanga verjagt. Ja, haben wir. Nehmt gut, das ne? Territorium Svenanga für uns in Besitz. Haben indem wir. Wir dort einen Außenposten errichten. Tun wir. Nicht schlecht. Ihr habt Svenanga zurückerobert. Schon unterwegs. So, auf die Wölfe. Die machen wir jetzt als nächstes platt. Ja, es ist echt doof hier irgendwie. Es ist echt ein bisschen schäbig. So, Soldatenlimit ist schon wieder erreicht. Ja, geil. Ja, geil irgendwie, ne? Oder nicht so auch? Geil oder nicht geil? Das ist jetzt die Frage, natürlich. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, die machen das schon. Die erlegen die schon alle irgendwie, die blöden Wölfe. Haben sie gut gemacht. Ja, und dann sollten wir hier auch nach hier oben stürmen. Auf euren Befehl. Ja, wir könnten hier handeln, wenn irgendeiner meiner Helden in der Nähe wäre. Ist aber leider nicht. Natürlich nicht. Ist ja klar, ne? Ist ja logisch. So, machen wir noch ein weiteres Fest hier. Wir haben ja genügend Gold. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Ehefrauen dazu kriegen. Oder unsere Siedler zumindest. Oh ja, yeah. Und unsere... Der Ruf ist aber echt ziemlich gut. Bestimmt die Stärke der Soldaten natürlich. Steigt mit erfüllten Bedürfnissen und Wünschen. Ja, ja. Im Moment bei 100%. Das heißt, unsere Soldaten sind ziemlich stark. Wo läuft ihr denn lang? Jawohl. Lauft mal hier rüber. Eine richtig fette Burg hier. Wie soll man da reinkommen? Das ist ein bisschen heftig, sag ich mal. Das möchte ich meinen, das ist doch etwas komplizierter, hier da reinzukommen. Sofort. Schätze ich mal. Da müssen wir... Ja, wir können keine Belagerungswaffen bauen. Welchen Außenposten müssen wir noch einnehmen? Also erstmal warten. Erstmal warten. Was jetzt passiert. Vielleicht müssen wir auch nichts mehr machen, diese Mission. Das wäre ja ganz, ganz schön. Wir müssen halt ohne zusätzliche Territorien leben. Ja, hier gibt es nochmal einen ganzen Haufen Wölfe. Hier gibt es nochmal eine schöne Ruine, die man hätte plündern können. Ach, wie nett. Ja, naja. Toll, die Kühe stehen hier einfach rum. Wollt ihr uns das Territorium nicht zurückgeben vielleicht? Wundervoll, ihr habt die Jägerhütten gebaut. Ich rieche schon das Wildbrutzeln. Das Wildbrutzeln. Meinen Leuten sind eure Taten nicht entgangen. Sie sind bereit, euch zu helfen. Geht nach Ulrichburg. An der Westküste und redet mit ihnen. Ja, ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Och nee, ey. Wie soll das gehen? Mit so einem verbackten Elias. Okay, da werde ich mal auf jeden Fall. Da hilft ja nicht so viel. Ich werde mal speichern.
Und dann einfach nochmal ausmachen und nochmal anmachen. Vielleicht geht's ja dann. Vielleicht kann sich Elias dann bewegen. Spiel verlassen. So. Spiel laden. Drängier. Wehe, wenn nicht. Dann weiß ich nämlich nicht, was ich dann machen soll. Dann müsste ich das Ganze nochmal irgendwie spielen. Oh, er bewegt sich. Oh, er bewegt sich. Er bewegt sich. Ich glaube es nicht. Er bewegt sich. Ja, Elias. Ich fasse es nicht. Unglaublich. Meine Fresse, ey. Das ist ja auch eine Geschichte da. Elias, der Festgebackte. Wie ihr wünscht. Gut. Oh, na ein Glück. Na ein Glück. Da bin ich jetzt aber echt beruhigt, muss ich sagen. Da bin ich jetzt mehr als beruhigt. Dass das geklappt hat jetzt. So, dann soll er mal hier rüber zur Küste reiten und gucken, dass wir hier irgendwie das alles, ja, halbwegs hinkriegen. Also hier drüben muss er hin. Ja, ja, geh mal hier rüben hin. Da sind Wölfe schon wieder. Natürlich, natürlich sind da Wölfe. Also, was machen wir mit euch? Was machen wir denn mit euch? Hier sind erstmal schon wieder 20.000 Wölfe. Wie viele Wölfe es hier gibt? Das ist ja Wahnsinn. Aber im Moment kein Eisbär. Oh, da hinten ist noch ein normaler Bär wieder. Diesen Sabbatsbetrug macht mich wütend, Südländer. Ja. Sonst müssen unsere Krieger vom Meer zurückkehren. Stimmt, unsere los. Krieger werden sehr durstig sein, wenn sie nach Hause kommen. Ah, na super. Wenn ihr wollt, dass sie euch helfen, wäre es ratsam genug, Mehl herzustellen und uns zu schicken. Na gut, das heißt, wir bräuchten noch eine weitere Taverne für den Optimalfall, damit wir genügend Mehl zur Verfügung haben. Ja, okay. Habe Verstande. Dann warten wir mal, dass sie zurückkommen. Und wir gucken erstmal, was wir hier von denen überhaupt erhandeln können. Ein paar Schafe, ein bisschen Fisch, ein bisschen noch. Nee. Was haben die denn hier im Angebot? Haben die irgendwas Besseres im Angebot? Ah, nee, die hatten doch hier Eisen oder so, ne? Das wäre vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Oh, wie die einfach von diesem Bären plattgewalzt werden. Wie ihr wünscht. So, egal. Egal. So, wir gucken mal, kommen wir hier irgendwie rüber? Wir kommen bestimmt hier rüber. Ah, und hier kann man sich Eisen holen. Also theoretisch sollte, ist das da gar nicht so schlecht, sich da oben noch einzurichten. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel. Hier ist auch nicht großartig was. Das ist schon wieder weiße Schneefläche nur. Okay. Und wieder ein Haufen Wölfe natürlich. Die machen wir auch nochmal schnell platt. Da muss er sein. So, Trupp Bogenschützen können wir ausbilden. Die schicken wir gleich mal hier hin. Und die hier, ja, wir warten mal ab, was die hier und so mit den Wölfen anstellen. So, alle Wölfe kaputt hauen irgendwie. Zack, zack, zack. Oh, toll. Einer unserer Krieger ist wieder gestorben. Dass die Ritter einfach so gegen so ein paar Wölfe so dermaßen draufgehen, ist irgendwie auch ein bisschen peinlich. Nicht aufgeben! Gegen Bären ist das ja noch ein bisschen was anderes. Da kann, das kann noch passieren. So. Warte mal. Halt. Wo sind unsere Bogenschützen? Ja. Nicht aufgeben! Erstmal auf den Bären. Es gibt kein Ihr müsst nur auf den Bären schießen. Halt, ihr nicht! Schon unterwegs. Verstanden! Nicht aufgeben! Okay, oh, einen haben sie trotzdem wieder erlegt, natürlich. Einen haben sie erlegt, aber der Rest hat überlebt. Na, immerhin. Das geht ja noch. So, wir haben im Moment. Jetzt haben wir 13 Met. Wir brauchen aber trotzdem mal ein bisschen mehr Met hier, ne? Ein bisschen muss noch. Ein bisschen was brauchen wir noch. Ganz so einfach wird's nicht. So, hier geht mal, haltet mal eine weitere Andacht, Herrschaften. Okay, hier ist nichts von Interesse. Verstanden. Dann sollten wir hier mal rübergehen in das Gebiet. Alles klar. Um den Außenposten dann dort zu attackieren. Jetzt laufen die alle in verschiedene Richtungen. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Dann bin ich mal gespannt, wo die jetzt alle langlaufen. Jeder woanders, natürlich.
Gegen meine Streitkräfte habt ihr nicht den Hauch einer Chance. Ergebt euch. Jawohl, verstanden. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Hier ist doch niemand. Hier ist doch niemand. Schon unterwegs. Mal gucken, ob die... Ja, die laufen jetzt gleich auf die Mauern rauf. Ja. Angriff! So. Stürmt dahin. Zum Angriff! Zum Angriff! Machen sie kalt da drüben. So. Und die hier auch. Na gut, ihr könnt hier bleiben. Da kommen die Nächsten. Macht auch die platt. Alle irgendwie so ein bisschen fertig machen. Einfach kaputt walzen. Einfach drüber hinwegrennen. Ah, da kommen ja schon wieder neue hier. Da kommen ja schon wieder neue Leute. Mensch, da kommen auch viele Leute. Wo kommen die denn alle her? Schon unterwegs. Wir stehen vor der Tür und machen euch einfach mal kalt, sobald ihr hier rauskommt. Ist das okay? Ist auch ein Deal, oder? So, da sind die Nächsten. Kämpft weiter! Wir blockieren einfach mal das Tor. Jetzt kommen da ganz schön viele Bogenschützen. Na, wollen die jetzt hier hochlaufen? Da kommen die Nächsten. Nicht aufgeben. Da kommen die Nächsten schon. Ja, ja. Das ist nur die Frage natürlich. Wir müssen unsere ganzen Bogentrupps nach hinten ziehen. Die können nämlich auch gerne ein bisschen weiter hinten stehen. So. Bogentrupps hier hinten, die Schwertkampftrupps da vorne. Dann ist das schon gar nicht so verkehrt. Wie viel haben wir denn? Ja, wir haben im Moment noch nicht genug verloren. Noch nicht genug Truppen verloren. Ja, so ein Ärger. So ein Mist. So, was macht Elias? Der ist auch irgendwie wollte doch handeln. Ah, hier ein bisschen Eisen. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Das stimmt. Das ist natürlich sehr gut. Das Lagerhaus ist voll. Oh, ja. Uiuiuiui. Unsere Truppen werden angegriffen. Dann machen wir mal hier unten. Ein Karren wurde ausgesandt. Also, was machen wir mit Elias? Der kann uns eigentlich mal ein weiteres Territorium einnehmen oder so. Ja, ich meine, haben wir ja im Moment genügend Platz, ne? So ein Mist, dass ich hier nicht reinkommen kann. Ich will hier doch nur rein. Lasst mich doch da einfach reinrennen. Da sind schon wieder welche gestorben. Noch einer. Zong. Die kommen nicht wirklich weit, ne? Oh, jetzt ist von uns aber auch wieder einer gestorben. Dann brauchen wir noch einen Truppschwertkämpfer. Unsere Truppen werden angegriffen. Ah, jetzt komme ich schon Bogenschützen. Auf euren Befehl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh ja, ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wo denn? Wo ist er denn, der Karren? Ich sehe ihn nicht. Ja, die sind hier alle voll belagert und doch, ich weiß nicht. Wir haben auch so viel Eisenerz. 79 haben wir noch, na gut, so viel ist es dann doch nicht. Ja, Elias, nimm mal hier schön Territorium ein. Zack. Dann laufen wir weiter zum nächsten. Auf euren Befehl. Wir nehmen jetzt alle Territorium ein, die wir irgendwie kriegen können. Das ist jetzt unser Ziel. Ah, guck mal, hier Leute. Truff da. Die wollen uns irgendwie an den Leib, auf den Leib rücken. So, das war's aber. Okay, sind schon wieder welche weg. Wir stehen hier auch einfach und wir stehen davor und kommen nicht rein. Ja, so was Blödes aber auch. Wir stehen da rum und kommen nicht rein. Ah, hier, ich glaube, wir können Bier ausliefern, Met ausliefern. Ein Karren wurde ausgesandt. Sehr gut, endlich. Wir können das Met endlich mal, wegliefern. Na, das ist doch schön. Das gefällt mir. Zong, zong, zong. Kommen hier ein paar Schwertkämpfer. Tschüss. Ey, der lebt noch. Was ist denn? Lebt noch. Oh, da ist die Kaserne von denen, die Schwertkämpferkaserne. Ich bin mal gespannt, wie viele Truppen sie noch ausbilden können. Also es sieht jetzt im Moment sehr leer aus. Ist nicht wirklich viel. Wir setzen sie jetzt unter Druck. Ich werde angegriffen. Was? Elias wird angegriffen? Oh, das ist aber doof.
Dann bauen wir hier unten irgendwo das Territorium, den Territoriumsposten. Und Elias zieht einfach mal schon mal einen weiter. Da kommt er gar nicht hin. Alles klar. Doch, ich wollte schon sagen, muss er irgendwie da hinkommen. Ich hatte ihn anscheinend nicht ausgewählt. So, wie viel kostet es hier? 300. Ach, das haben wir ja alles. Haben wir doch alles. Kein Problem. So, bauen wir hier oben hin. Und hier gibt es gleich ein wenig Gold für uns noch. Auf euren Befehl. Lauf, Elias, lauf. Wir wollen ein wenig Gold haben. Gerne, sehr gerne. 250, ja, das ist doch okay. Damit können wir leben. Ja, hier passiert auch nichts, ne? Wo ist unsere Lieferung eigentlich? Nee, die meine ich nicht. Lieferung mit dem Meat. Ist die schon irgendwie unterwegs? Ah, da ist er. Ja, er holt sich hier noch 4 raus. Jetzt hat er 18 und bringt die ins Lager aus. Und dann wird der Karren gepackt und auf den Weg geschickt. Oh ja, mitten hier oben. Das ist doch guter Posten. Das ist leider ein Eisbär in der Nähe. Ein Territorium eingenommen. Eingenommen, ja. So, Elias, dann geht's für dich jetzt weiter zum nächsten. Wir nehmen jetzt rundherum alles ein, was wir kriegen können. So easy ist das. Wir müssen nur hoffen, dass es auch klappt. Die laufen hier einfach mal so lang. Na gut, aber kann ja nichts passieren. Kommt ja keiner raus, ne? Also insofern... Ja, irgendwie kommt hier nicht viel. Das ist übrigens so ein schöner aufgewerteter Außenposten in höherer Stufe. Sieht auch ganz nett aus, ne? So, gucken wir mal. Da kommt der Karren jetzt mit den Bier. So, was machen wir mit Elias jetzt? Ja, jetzt haben wir zumindest alle Territorien schon mal eingenommen. Komm mal hier runter, Elias. Lauf mal hier runter. Bestimmt wirst du hier noch gebraucht. Da wird er bestimmt noch gebraucht. Ah, der Außenposten wird auch hochgezogen gerade. Sehr schön. Und da müsste auch bald der Außenposten errichtet werden. Da muss noch ein paar Meter laufen. Ein bisschen muss er noch rennen, bis er da oben ist. Aber ja, naja, gut. Ein bisschen was nehmen wir schon mal ein. Ein paar Schäfchen können wir uns auch noch kaufen hier. Ha. Unsere Krieger werden sehr durstig sein. Ja, naja, mal gucken, wie durstig die dann wirklich sind. Es ist Januar. Wir können im Moment keine Fische fangen. Das ist ja schade. Tut sich hier überhaupt irgendwas? Ne, hier kommt niemand, ne? Hier kommt echt nix und niemand mehr rum. Die laufen hier weiter mit ihren Karren. Lauf mal schön. So, wo ist denn unser... Lieferungskarren. Ah, der Met ist angekommen. Wir werden unseren Kriegern bei ihrer Rückkehr einen angemessenen Empfang bereiten. Das bereitet ist gut. Euch für den Sturm auf Crimson Sabbats Festung vor. Ja, ah, jetzt, oh ja, jetzt aber. Jetzt dürfen wir eine Belagerungswaffen-Dingsbums hier bauen. Ah, na, endlich. Wir helfen euch, sobald ihr das Stadttor von Armstrand zerstört habt. Oh, jetzt kommen nochmal hier einige Herrschaften anmarschiert. Auf euren Befehl. Was wollen die denn hier jetzt alle? Wir haben ein Territorium eingenommen. So, hier. Dann brauchen wir hier ein bisschen Stein. Bauen wir auch ab. Und hier ist der Wagen noch nicht ganz angekommen. Na gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen warten. Warten ist ja die große Kunst von uns. Na gut, das heißt, wir müssen dann doch beim nächsten Mal nochmal... nochmal irgendwie ein wenig weiter hier arbeiten. Denn diese jetzt Runde schaffen wir es noch nicht. Bauen, ja! Wird, die Tore niederzureißen. Tun wir das! Wir bauen eine fette Belagerungswaffe. Ermöglicht uns, das Tor von Crimson Sabbats Festung niederzureißen. Ich möchte aber keine Ramme. Eine in der Belagerungswaffenschmiede. Ich möchte aber eine Kaserne, einen Katapult bauen. Ich möchte keine Ramme. Das ist ja doof. Was soll ich mit einer billigen Ramme? Da haben wir doch außerdem letztes Mal schon welche gehabt. Wir haben ein Territorium. So, sehr schön. Ja, dann gucken wir mal, ne? Hier, ach so, wir brauchen ja erst ein paar Belagerungseinheiten. Ja, stimmt. Ja, genau, man könnte einen Belagerungsturm bauen. Amarki muss ich dafür werden. Und sogar ein Katapult. Dazu muss ich Herzog sein. Ja.
Also können wir im Moment nur eine Ramme bauen. Na gut. Katapult ist ziemlich cool. Kann man ziemlich viele Steine mit kaputt ballern. Deshalb sollte man in dem Fall, sobald man dann welche hat, schön viele Steine sich holen. Tja, naja. Muss man halt dann irgendwann machen. Ein weiteres Territorium gehört nun uns. Sehr schön. Und wir bauen hier auch nochmal aus. Und gibt es hier sonst noch was zu tun gerade? Nee, wir müssen erstmal warten. Die sind alle noch nicht so weit. Aber die Minenarbeiterhütte ist gleich fertig. Na, das ist doch schon mal was. Immerhin, die ist schon mal gleich fertig. Ja, sehr schön. Bauen wir aus. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal allerhoffentlichst wieder. Bis dahin, macht's gut.